So, ein wunderschön, da bin ich auch schon wieder. Ich nehme jetzt das Hardware-Video das zweite Mal auf. Mein Camtasia ist mir nämlich abgekackt, weil die Ressourcen gefehlt haben, also die USB-Treiber-Ressourcen oder so Container, irgendwelche Ressourcen hat er gesagt. Zu wenig, weil die Kamera mit USB ja angebunden ist vor dem PC und halt auch geschluckt. Die habe ich jetzt hier einfach mal beide reingepackt bei Camtasia, dass ihr sie seht. Das ist oben ist die obere, unten ist die untere. Genau. Die haben aber eben beide nicht gleichzeitig funktioniert, sondern nur, wenn ich eine ausgeschaltet habe. Und da habe ich jetzt beide einfach angelassen. Also nicht gesagt deaktivieren, sondern beide angelassen. Und habe Camtasia, ach Quatsch, OBS komplett ausgeschalten, um wieder OBS anzuschalten. Und jetzt sind beide Kameras auch wirklich da. Ich habe auch die Software. Wir wollen uns jetzt mal angucken, wie die in Clean aussehen würden. So. Praktisch, wenn die hier oben im Fenster wären. Habe ich ja jetzt. Natürlich auch so machen. Ja. Jetzt werden die Beete praktisch gleich groß und dass ihr seht, wie das im Fenster, dass sie hier im Fenster denn reinpassen würden. Und ich sag mal, für im Kleinmodus sehen sie gar nicht mal so schlecht aus. Groß sahen sie ein bisschen aus. Jetzt zeige ich euch aber auch gleich noch hier. Ich habe hier noch, da mache ich aber gleich noch eine neue Szene auf oder so. Da wollte ich mal hier einfach mal runterholen. So. Ist jetzt die Software, die habe ich halt runtergeladen. Ja, da ist die Kamera jetzt natürlich noch nicht drin. Wir können ja mal gucken, was passiert. Mal einzubinden, ob es abkackt. Jupp, ist abgekackt. Gut, ist abgekackt. Kann passieren. So, wir machen einfach mal hier die Kamera deaktivieren. Okay. Okay. Dann hau ich mal die Video wieder an. Falls sie überhaupt mal wieder funktioniert wollen würde hier. Ach so, das ist jetzt über die Nvidia. Rein. Jetzt sollte Brio eigentlich hier. Oder auf die. Ach. Jetzt ist Brio oben drin. Die sieht natürlich besser aus als die anderen. Eben, aber. Oh, hier ist Software. Ja, mache. Hier ist auch noch eine zu verbessern. Mal so sagen. War so, dass er das so also dran. Das Feld hier links ist zu klein. Das muss definitiv verbessert werden. Man kann es auch nicht größer machen, oder? Ich habe es nicht geschafft, größer zu machen. Hier wählen wir die Kamera aus.
Ah. Sechs. So. Seht ihr die ganze Software? Ich habe jetzt einfach auch nur mal OBS genommen, zu testen, ob das alles auch so läuft und das läuft. Ihr seht, dass die jetzt hier das berauschende Bild haben. Könnt ihr das auch umtauschen? Aber pass auf, hier unten, das ist die untere. Das ist die obere hier. Daumen rüber, ja, seht ihr, und das ist gut. Die jetzt pushen. So. Und unten. Ja, doch, und wenn das funktioniert, naja, okay. Wir können aber hier auch. Ja, wieder immer ins Hauptfenster. Wir können auch hier nebeneinander machen. Das ist jetzt ein bisschen zeitverzögert. Das hat aber was mit damit zu tun, dass ich gerade aufnehme und das Aufnahmeprogramm, Brio ist an, Zwecam sind an. Dann habe ich das an dem USB vorne am PC. Ja, da ist nicht so viel Ressourcen. Ihr könnt so machen. So. Wenn ihr das so macht, ihr könnt noch mehr Kameras einbinden, aber ich habe versucht, die C922, das hat kurzzeitig funktioniert, Brio hat nicht funktioniert und den Cam Link habe ich versucht, der hat auch nicht funktioniert, weil die auf 4K eingestellt sind und da hat das Programm halt dann seine Grenzen, geht nur mit 1080. Aber egal, wir lassen das jetzt einfach mal so. Und hier muss auch einiges verbessert werden, zum Beispiel die Schrift hier, also das Feld hier oben, man muss das breiter ziehen können, man kann hier nicht alles erkennen. Man kann, also hier unten können wir dann auch spiegeln und seitenverkehrt machen und so was alles. Ich muss mal das Licht ein bisschen runterdimmen. So, ja, die nehmen wir. So streame ich halt abends, aber seht, die Brio hat ein schönes Licht dabei. Und jetzt sind beides die exakt die, also die sind genau auf mich gerichtet. Ja? Inne ist ein Stück dunkler, die andere ein Stück heller. Die untere, die dunklere und die obere ist die ein Stück heller ist. Hier kann ich dann ankippen, kann auf Ticker zeigen. Kann man aber hier auch noch rumspielen. Deshalb gleich Helligkeit und das ganze alles. Jetzt aber auch auf automatisch lassen. Also gibt es schon viele Möglichkeiten zum Rumspielen und für eine Videokonferenz ist bestimmt ja nicht mal so schlecht. Bei denen kann man die obere 270 Grad drehen und die untere 180 Grad. Ich werde die auch nachher, wenn es wieder hell ist, also wenn es tags ist, wir haben jetzt mit der Nacht, ich habe jetzt die neu gedreht und bearbeitet. Beziehungsweise bearbeitet. Werde ich die mal versuchen, an den Fire TV Cube anzuschauen. Mal gucken, ob das klappt. Aber die wären eine Alternative für Katzencam. Dass ich die halt irgendwie hier zwischen den oder irgendwie hier so drauf mache oder so. Oder auf den Lautsprecher hier so, dass die dann halt von links rüber filmt und nicht von rechts so rüber filmt. Habe ich dann halt praktisch eine Kamera, die so kommt und eine, die kein kippen kann. Das wäre vielleicht jetzt oder dann praktisch. Nee, so weit reicht der Kabel nicht. Schade. Würde denn halt praktisch in der Höhe sein? Aber so ist halt natürlich bessere Qualität, also besser für die.
Und wie gesagt, hier unten. Mein Gott. 170 Grad drehen. Hier unten. Ich habe ja auch gedacht, dass die hier unten einen Motor drin hat oder so. Aber was? So. Aber die hat leider keinen Motor drin, die untere. Und die obere auch nicht. Dass die halt selber, der oben ist klar, das ist nur so ein kleines Stückchen, aber ich habe gedacht, dass die untere wenigstens so ein Stück mit dem Motor drehen kann, aber leider nicht. Man muss selber mit Hand anlegen und selber drehen. Aber so als Zweitcamp, so ist, oder wenn die noch Tageslicht ist, für eine Konferenz oder so, ist das okay. Jetzt wirklich nur aus dem Augenwinkel habe ich die jetzt hier. Also die Kamera, die filmt jetzt praktisch genau geradezu hier. Ich habe die jetzt nur aus dem Augenwinkel. Nimmt die mich auf. Jetzt habe ich sie genau auf mich gerichtet. Also, sie hat schönes Feld. Also, Feld gefällt mir. Ich hätte ja nochmal 3500 und 20% Lichtdecke. Den reicht auch aus. Kann auch einfach stellen. Das ist ganz gut. Hast du Position gefunden? Aber es gibt einiges, was man verbessern muss, wie gesagt. Die Zeiche hier unten finde ich zu klein. Wenn man aufnimmt, habe ich auch getestet schon. Hier unten also hier macht man ein Foto. Man kann sich auch abschalten lassen, damit dieser Countdown kommt. Da, so, seht ihr, dann nimmt es einfach so auf. Hier kann man das Mikrofon dann einstellen, was man da haben will. Hier macht man ein Video. Hier sieht man das denn, dass man aufnimmt. Ja, seht ihr denn, wie schnell das läuft hier? Das heißt, wir nehmen auf. Das zählt die Sekunden. Ist aber unübersichtlich und ein bisschen überlagert. Also man sieht nicht alle Zahlen. Erst da muss auf jeden Fall noch was passieren von der Software her. Und Ende. Man sieht dann halt nur, dass hier ein Play oder ein Stop-Button ist. Man hat nicht irgendwie ein rotes Licht oder dass irgendwo dick fett Rack steht. Wir haben zwar hier unten Rack, was jetzt ausgegraut ist. Und wenn wir das jetzt hier drauf drücken, das ist gleich rot. Wartet. Da. Das ist aber zu klein. Das fällt kaum auf hier. Und das ist auch nicht rot genug. Das sieht, wenn ich jetzt hier ausmache, sieht jetzt rot aus. Ja, jetzt ist es grau. Vorhin war es auch teilweise so, sah ein bisschen bräunlich aus. Vielleicht habe ich mich da verguckt. Das ist zu klein. Das muss größer sein. Das fällt kaum auf. Auch hier, man muss breiter ziehen können, dass man das lesen kann, was für Mikrofon und so. Das ist auch breiter, größere Schrift, übersichtlicher. Man hat hier auch nicht viele Auswahlmöglichkeiten. Größe ja, aber halt hier vom MPEG und so. Hier die Kameras. Dass man die verstellt. Wäre cool, wenn die sich dann auch vertauschen würden, aber da passiert gar nichts. Auch hier oben, man kann halt nicht größer machen, dass man das halt alles vernünftig lesen kann. Das ist sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Man hat auch Englisch, Chinesisch und was weiß ich alles mit bei. Hier. Language. Englisch und Chinesisch und Japanisch wahrscheinlich. Help haben wir hier noch. Support und Feedback. Version steht hier. Foto. Was wir jetzt machen wollen. JPEG oder BMP oder gespeichert werden soll. Genauso mit Video. Ja, da hat man halt nur M4-Format und wo TIN gespeichert werden soll. Und Codec kompatibel habe ich jetzt. Man kann auch auf Auto machen. Yes. Aber das muss man das natürlich neu starten. Neu. Kann ich hier auch seht ihr das? Ja. Und da
Machen wir aber mal wieder nebeneinander. Das ist halt dann doof, dass er dann halt auch. Aber. Ich weiß gar nicht, was die Camp kosten soll. Für den Einstieg oder für eine Konferenz oder so ist das jetzt okay. Von der Qualität für den Stream. Wenn man sie klein macht, okay, würde gehen. Aber da gibt es andere. Muss ich mal so sagen. Also für den Stream denke ich mal nicht, dass es sich lohnt. Und da seht ihr die Qualität, die ist leider noch nicht so. Man kann natürlich mit Einstellen noch ein bisschen was rausholen. Aber selbst das ist teilweise nur begrenzt. Aber mit Einstieg würde ich sagen, okay. Ich muss die mal testen am PC. Ich will die nachher auch noch, also wenn es wieder hell ist, jetzt mit der Nacht mit bearbeite. Ich will die nachher noch mal am Fire TV Cube testen und am Fernseher, ob die angenommen wird und mal gucken, wie das aussieht. So, nichtsdestotrotz würde ich mich dann jetzt hier verabschieden. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde mit der noch ein bisschen rumspielen. Gucken, was da noch so geht. Also die Software muss auf jeden Fall geupdatet werden. Update von der Software muss sein. Man sieht halt nicht durch oder man sieht halt schlecht, was man machen kann. Das muss weiter werden, übersichtlicher, deutlichere Schrift. Hier unten, das muss auf jeden Fall verbessert werden, dass man die Zahlen sieht. Das muss alle ein Stück darüber. Auch hier das ein Stück größer, ein bisschen reck, dass man das sieht. Ja, und hier, man sieht ja einige Sachen, die verschwinden ja hier komplett. Ja? Also so lässt sich alles gut einstellen. Wir können die auch in OBS aktiv ausmachen. Natürlich wieder in OBS aktivieren. So. So würden die dann halt aussehen. Ich mache mal so, dass den Unterschied der Bio und den Kameras seht. Ich habe hier genau das gleiche Licht. Also, ich habe jetzt nicht, dass die ein anderes Licht haben. Ich habe mein Licht da oben. Bin bei 10% und jetzt 2900 Kelvin. So streame ich abends immer. Und für ein Kleinbild, ja, da scheint die okay, würde ich sagen. Hier kann die Kamera. Obere, die kann man dann bewegen. Da kann man dann auch zum Beispiel. Wenn man zu zweit ist, könnte man dann. Ja, hat man zwei Caps. Ja. Wenn man zu zweit an dem PC ist, ja, dann können die dann halt die eine oder andere. Ja. Das wäre halt möglich. Kann man schon ein bisschen rumspielen. Untere geht 180 Grad zu drehen, die obere 270 Grad. Leider. Ist die untere, wie gesagt, man muss halt selber drehen. Ich habe gedacht, da wäre ein kleiner Motor drin mit Autofokus, wenn man sich bewegt, dass die dann halt so ein bisschen nachjustiert. Das ist leider nicht der Fall. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.